Nun darf ich aufrufen den Tagesordnungspunkt 69. Das ist die Aktuelle Stunde der Fraktion Die Linke. Schulgeldfreiheit für die therapeutischen Heilberufe in Hessen schnellstmöglich realisieren. Dazu kommt der dringliche Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und von Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Reform der Ausbildungsfinanzierung in Gesundheitsfachberufen. Das sind die Drucksache Nummer 20/848. Vereinbarte Redezeit 5 Minuten pro Fraktion. Und es beginnt die Kollegin Böhm für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben es heute mit dem Thema der Schulgeldfreiheit in den therapeutischen Heilberufen zu tun. Ein sicher sehr aktuelles Thema. Ich nehme an, hier im Saal, hier unten, gibt es wenige, die einen Beruf aus diesem Spektrum gewählt haben, die Physiotherapeutin, Logopäde oder Ergotherapeut, Podologe, Diätassistentin oder auch medizinischer Bademeister geworden sind. Im Publikum gibt es ein paar mehr, die sich die Zeit genommen haben und die ich extra begrüße, jetzt an dieser Debatte teilzunehmen. Das sind ganz wichtige Berufe, die wir für uns als Patientinnen und Patienten notwendig sind, die aber auch dazu führen, dass viele Erkrankungen besser und kostengünstiger geheilt werden können, kostengünstiger für die Krankenkassen, kostengünstiger aber auch für die Schmerzen der Beteiligten. Und ich denke, das ist für alle sinnvoll und notwendig. Wir haben gestern über die Mindestausbildungsvergütung gesprochen, eine ganz wichtige Angelegenheit. Der Vorschlag der Bildungsministerin ist jetzt, liegt auf dem Tisch, dass im ersten Jahr 620 € Mindestausbildungsvergütung bezahlt werden können. Davon können diese Berufe der Heilmittelerbringerinnen nur träumen. Sie, statt Geld zu bekommen, müssen Sie jeden Monat 500 bis 600 € Schulgeld zahlen. Das gilt nicht für alle, aber das gilt für die 2/3 der Ausbildungseinrichtungen in Hessen, 20 von 28 Einrichtungen in Hessen. Das heißt, Sie müssen eine Menge Geld mitbringen, um überhaupt die Ausbildung machen zu können. Das bedeutet, die jungen Menschen, meistens handelt es sich um junge Menschen, müssen nach der Schule, nach dem Unterricht noch arbeiten gehen, um das Schulgeld und ihren Lebensunterhalt zu verdienen, statt die Zeit zu nutzen, um für die anspruchsvolle Ausbildung lernen zu können. Wir sind allerdings der Meinung, dass Bildung und Ausbildung in diesem Land kostenfrei sein muss. Deshalb fordern wir gemeinsam mit der SPD, und unser Antrag liegt ebenfalls vor, die Landesregierung auf, diese Ungleichheit schnellstens zu beenden. Wir erwarten von Ihnen ein klares Vorgehen, die vollständige Schulgeldfreiheit der therapeutischen Heilberufe spätestens bis zum Beginn des nächsten Ausbildungsjahres 2020 in Hessen sicherzustellen. Wir erwarten auch von Ihnen, dass es nicht so schwierig verläuft, wie es der Ausgleich des Schulgeldes bei den alten Pflegeschulen stattfindet, die immer noch zu wenig Geld erhielten. Wir hatten gestern auch das Thema und weiterhin immer noch zu wenig Geld erhalten, um ihre Ausbildung gut und sinnvoll zu machen. Diese zukunftsfähigen und wichtigen Berufe müssen allerdings umfassend unterstützt werden. Es reicht nicht nur, genügend Ausbildungskapazitäten zur Verfügung zu stellen und für mehr Nachwuchs zu werben, wenn die Verdienstaussichten so miserabel aussehen, wie es bisher ist. Eine ausgebildete Physiotherapeutin beispielsweise erhält nach erfolgreicher Ausbildung oder auch Studium, man kann das ja auch als Masterstudium haben, die kriegen aber genauso wenig wie die anderen auch, und nach 8 Jahren Berufserfahrung lediglich 14,50 € brutto pro Stunde. Es ist sogar so, dass sie sich nicht einmal eine Vollerwerbstätigkeit in ihrem Beruf leisten kann. Nein, was muss sie machen? Sie geht ins Fitnessstudio, macht 2 Wochenendkurse und bekommt dann im Fitnessstudio für ihre Kurse fast 3-mal so viel Geld, wie sie für ihre anspruchsvolle Ausbildung zu erwarten hat. Das heißt, sie kann nicht einmal in ihrem Beruf vernünftig arbeiten, und das
wirkt sich natürlich nicht nur auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Fall aus. Die Fachkräfte erhalten lediglich 3 € für einen Hausbesuch. Das bedeutet, dass ältere, kranke, bewegungseingeschränkte Menschen niemanden finden, der zu ihnen ins Haus kommt und Hausbesuche macht. Das heißt, wir haben eine schlechte Vergütung, die zu einer schlechten Versorgung führt, und das dürfen wir nicht weiter zulassen. Also ich persönlich finde es sehr bedrückend, wenn mitten in Frankfurt eine Praxis schließen muss, weil sie gar keine Mitarbeiter mehr findet, die für das angebotene Gehalt tätig sein können, weil sie müssen ja schließlich auch noch ihre Wohnung, ihren Unterhalt dafür bezahlen. Wir haben vor kurzem hier vor dem Hessischen Landtag eine Gruppe von Radfahrenden verabschiedet, die Brandbriefe nach Berlin gebracht haben. Aus einem Brandbrief möchte ich zitieren: Nach 20 Jahren im Gesundheitswesen habe ich keinen Anspruch auf Rente und bin enttäuscht über das komplette Systemversagen. Ich habe mein Leben dem Gesunderhalten, Pflegen und Fördern von Menschen gewidmet und bin selbst in einer ausweglosen Situation. Ich denke, diese Frage. Frau Kollegin, Sie müssen so langsam zum Ende genau, kommen. Genau, danke schön. Diese Situation können wir nicht auf eine Bund-Länder-Gruppe zurückwerfen, weil diese, wie sie diese arbeitet, werden wir nicht zu einem Erfolg, zu einem kurzfristigen Erfolg kommen. Ich erwarte von der Landesregierung, dass sie hier tatsächlich schnell aktiv wird. Danke schön. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Böhm. Nächster Redner ist für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN der Kollege Markus Bocklet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Kollegin Böhm, ich glaube, Ihre Erwartungen an die Landesregierung werden nicht lange enttäuscht werden, denn ein Blick in den Koalitionsvertrag zwischen CDU und GRÜNEN zitiert Folgendes: Alle Bereiche der Gesundheitsberufe sind vom Fachkräftemangel betroffen. Um hierfür Nachwuchs zu sorgen, werden wir Anreize für die Ausbildung schaffen. Wir setzen uns insbesondere in allen gesundheitlichen Ausbildungsberufen für eine Kostenfreiheit, der die Ausbildung mit einer Ausbildungsvergütung verknüpft, ein. Sie sehen also, in dem Ziel sind wir einig. Im Ziel sind wir uns einig. Wir haben es in den Koalitionsvertrag aufgenommen. Wir haben uns an die Arbeit gemacht. Und wenn man dann hört, Frau Böhm, dann ist das nicht zu unterschätzen, dass wir schon der Meinung sind, dass der Bundesgesetzgeber für diese Ausbildungsorganisation zuständig ist und auch für die Finanzierung, ist es zunächst einmal richtig, dass sich, wenn sich auf Bundesebene die Gesundheitsministerkonferenz zusammensitzt, eine Arbeitsgruppe gründet und den Bundesminister dazu drängt, tatsächlich die Finanzierung zu übernehmen, dass man das wenigstens abwartet. Alles andere wäre auch nicht finanzpolitisch verantwortlich, dass wir als Land erst einmal in die Vorlage gehen und dann sagen, lieber Bund, ihr könnt euch aus der Verantwortung stellen. Diesen Prozess ist es unsere Pflicht, wenigstens den abzuwarten. Und wir haben aber trotzdem doch im Koalitionsvertrag eine sehr eindeutige Botschaft gemacht. Deswegen hat die Arbeitsgruppe sich jetzt zusammengesetzt, wird in diesem Jahr hoffentlich zu einem Ergebnis kommen. Und wenn der Bund dann entscheidet, dann haben wir Glück, dann wird es tatsächlich auch zu einer Finanzierung kommen. Dann können wir die Schulgeldbefreiung relativ schnell realisieren. Es kann doch immer nur die zweitbeste Lösung sein, dass wir als Land in Vorlage treten. Das ist ähnlich wie bei den Hebammen und der Haftpflichtversorgung. Ich erinnere mich gut, dass wir gesagt haben, wenn der Bund nicht aktiv wird, wären wir bereit, dafür einzuspringen. Dann hat der Bund reagiert und dieses weitestgehend, soweit ich weiß, nach heutigem Stand einer Lösung zugeführt worden. Ähnlich würde ich gerne hier vorgehen wollen, Frau Kollegin. Ich glaube, dass wir in dem Ziel sehr eindeutig sind. Wir wollen diese Schulgeldfreiheit. Wir wollen auch, dass eine Ausbildungsvergütung gezahlt wird. Und wir haben im Koalitionsvertrag auch formuliert, dass wir dann als zweitbeste Lösung, wenn es so denn käme, auch bereit wären, in die Finanzierung zu gehen. Aber dann muss man das auch zur Kenntnis nehmen. Und übereilt der Schnellschuss würde bedeuten, wir gehen in die Finanzierung und der Bund macht sich aus dem Staub. Das kann heute in dieser Stunde nicht unser Ziel sein. Ich will es noch einmal sagen, Gesundheitsberufe für uns sind von großer Bedeutung. Wir haben das in unserem Antrag auch noch einmal gesagt. Sie sind eine wichtige Unterstützung der Gesundheitsversorgung in Deutschland. Heilmittelerbringer klingt so ein bisschen sperrig. Ich will das für die Kollegen, die nicht jeden Tag damit zu tun haben, noch einmal sagen. Das sind beispielsweise Physiotherapeuten, Ergotherapeutinnen, Logopädagoginnen, Podologen, das sind die Fußheilkunde, oder Diätassistenten. Diese alle tragen dazu bei, dass wir dass diese Personen erbringen Heilmittel. Heilmittel bedeutet nach Definition mit den Krankenversicherungen, dass das Maßnahmen sind der gesundheitlichen Förderung und Versorgung, also sind das Heilmittel und Heilmittelerbringer, die sind wichtig für unser Gesundheitssystem.
Wir wollen, dass die gefördert werden. Wir wollen, dass es mehr ausgebildete Fachkräfte dafür gibt. Auf diesem Weg sind wir. Wir haben das Ziel formuliert. Ich glaube, wir sind da sehr klar und organisiert. Ich glaube, auch der Gesundheitsminister kämpft auf Bundesebene dafür, dass es zu einer schnellen Bundesfinanzierung kommt. Wir vom Land haben signalisiert, dass wir bereit sind, hier politisch zu handeln. Insofern hätte es dieser Aktuellen Stunde nicht bedurft. Ich glaube, wir machen auch hier alles richtig. Danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Nächster Redner ist Janky Pürsün für die Fraktion der Freien Demokraten. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In der gestrigen Plenarsitzung haben wir uns mit dem Pflegeausbildungsfonds beschäftigt. Einstimmig haben wir begrüßt und verabschiedet, dass für die Pflegeberufe die Schulgeldfreiheit und eine Ausbildungsvergütung eingeführt wird. Ich habe für meine Fraktion dazu gesagt, dass dieser Schritt längst überfällig war. Bei den Heilberufen, beispielsweise der Physiotherapie, der Ergotherapie, der Logopädie und der Podologie, verhält es sich nicht anders. Sie gehören zu den wenigen Ausbildungsberufen, bei denen die Schülerinnen und Schüler teilweise noch Geld mitbringen müssen. Und nicht nur das, sie bringen Geld mit, erhalten keine Ausbildungsvergütung und arbeiten anschließend auch noch unter schlechten, auch schlecht bezahlten Bedingungen. Ich sage Ihnen dazu, da muss jemand schon viel Idealismus haben, um sich darauf einzulassen. Nun ist es ja nicht so, dass wir hier auf ein paar Auszubildende mehr oder weniger leicht verzichten können. Im Gegenteil, je älter unsere Bevölkerung wird, umso mehr Auszubildende benötigen wir in allen Berufen, die sich mit der Versorgung der pflegebedürftigen Menschen beschäftigen. Doch nicht nur alte und pflegebedürftige Menschen sind dringend auf Hilfe derjenigen angewiesen, die in diesen Berufen arbeiten. Auch diejenigen, die den ganzen Tag im Büro vor den Monitoren sitzen, haben Beschwerden, die nur von Physio- oder Ergotherapeuten behandelt werden können. Darüber hinaus nehmen Stresserkrankungen zu, die zu Verspannungen und Rückenproblemen führen. Das bedeutet, dass wir aus verschiedenen Gründen künftig mehr Fachkräfte in den Heilberufen benötigen. Das bedeutet auch, wir müssen diese Berufe für junge Menschen attraktiver machen, um ein zuverlässiges Versorgungsnetz auch bei einer permanenten Zunahme von Kranken und Pflegebedürftigen auch aufrechterhalten zu können. Der Fachkräftemangel nimmt auch hier zu. An einigen Stellen des Ausbildungssektors der Heilberufe hat sich bereits etwas in dieser Richtung verändert. Der Rhön-Konzern, Träger des Uniklinikums Gießen-Marburg, zahlt bereits ebenso wie kommunale Schulträger eine Ausbildungsvergütung. Dies zeigt, dass sowohl kommunale wie auch private Träger die Notwendigkeit einer Attraktivitätssteigerung der Heilberufe inzwischen erkannt und auch reagiert haben. Das ist vorbildlich und begrüßenswert. Es wird daher Zeit, diese Entwicklung zu unterstützen und einheitliche Regelungen für alle Auszubildenden zu verankern. Das ist auch eine Frage der Gerechtigkeit. Es kann nicht angehen, dass diejenigen, die bei einem privaten Träger ohne Anbindung an ein Krankenhaus ihre Ausbildung absolvieren, Schulgeld zahlen und andere nicht. Seit Jahren nimmt die Bürokratie im Gesundheitswesen zu. Die Arbeitsbedingungen verschlechtern sich. Nachfolgeregelungen für eine Praxisübergabe lassen sich immer schwieriger finden. Die Digitalisierung lässt auf sich warten. Die Wartezeiten für Therapien verlängern sich. Unser Ziel ist ein leistungsfähiges Gesundheitssystem. Wir wollen dem Fachkräftemangel überall begegnen. Ein vielversprechendes Mittel, wie gestern bei der Pflege, ist die Schulgeldfreiheit und die Zahlung einer Ausbildungsvergütung. Wir unterstützen daher den vorliegenden Antrag von SPD und Linke, sowohl in seinen Feststellungen als auch in seinen Forderungen. In letzter Sekunde kommt nun ein Antrag der Koalition auf den Tisch. Ich glaube, die Situation ist jetzt nicht ganz so rosig, wie der Kollege Bocklet es beschrieben hat. Als konstruktive Fraktion stimmen wir dem Antrag zu, auch wenn er absolut unzureichend ist. Die Koalition strahlt aus und schreibt es jetzt auch noch in den Antrag, dass die Welt um sie herum sich für sie viel zu schnell dreht und dass sie für alles sehr viel mehr Zeit braucht. Diese Zeit haben wir nicht. Wir werden sie weiter antreiben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Kollege Pürsün. Nächster Redner, nächste Rednerin für die Fraktion der Christdemokraten ist die Kollegin Claudia Ravensburg.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Genauso wie bei den Pflegeberufen sind wir, meine Kollegen und Kolleginnen von der CDU-Fraktion, selbstverständlich auch der Meinung, dass es bei den Gesundheitsberufen zukünftig kein Schulgeld mehr geben soll. Ich bin dem Kollegen Bottlet sehr dankbar, dass er darauf hingewiesen hat, dass es erstens eine Regelung im Bundeskoalitionsvertrag steht und daran wird gerade gearbeitet, und wir auch dieses wichtige Thema bei uns hier in Hessen im schwarz-grünen Koalitionsvertrag vereinbart haben. Deshalb, Herr Pürsün, wir sind bereits an der Arbeit, und ich erkläre Ihnen das auch gerne jetzt noch einmal. Wir hängen nicht hinterher. Unser Antrag steht übrigens auch schon auf der Tagesordnung. Ich denke, wir werden beide Anträge dann im Ausschuss beraten. Es ist aber so, dass der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Sorgen und Nöte der Vertreter der Heilberufe aufgenommen hat und sich dafür einsetzt, die Bedingungen für die Ausbildung, aber auch für die Honorierung deutlich zu verbessern, aber auch die Ausbildungsinhalte der Gesundheitsfachberufe an die heutigen Anforderungen anzupassen. Das Bundesministerium für Gesundheit und auch die Gesundheitsministerkonferenz wollen die Ausbildung in den Gesundheitsberufen neu ordnen, und sie wollen sie auch stärken. Folgerichtig, und das hat auch der Kollege gesagt, wurde die Bund-Länder-Arbeitsgruppe mit Beteiligung des Landes Hessen eingerichtet, und sie arbeitet. Bis zum Jahresende will sie ein Gesamtkonzept zusammen mit den Ländern erarbeiten, wo die Themen wie Ausbildungsvergütung, Anerkennung der beruflichen Abschlüsse, die Frage der Akademisierung, aber auch die Schulgeldfreiheit ein ganz wichtiger Beratungsschwerpunkt sein wird. Ich hoffe, dass auch bis Ende des Jahres die Eckpunkte vorliegen. Meine Damen und Herren, das ist auch geschildert worden. Wir haben Schulgeldfreiheit bei vielen Unternehmen. Wir haben Unternehmen und Schulen, die Schulgeld erheben müssen, weil sie keine andere Finanzierung haben. Das ist ein Flickenteppich, der muss beseitigt werden. Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass es erstens kein Schulgeld mehr gibt und dass auch eine Ausbildungsvergütung in den Gesundheitsfachberufen bezahlt wird. Deshalb unterstützen wir die Initiativen der Physiotherapeuten, Logopäden, Podologen, Ergotherapeuten und der Diätassistenten zu einer Reform. Ich finde es deshalb richtig und sinnvoll, dass wir nicht wieder einen Flickenteppich von Einzelregelungen hier in Deutschland schaffen, sondern dass wir jetzt eine einheitliche Ausbildungsstruktur in ganz Deutschland schaffen. Deshalb habe ich auch gern an der Demonstration der Therapeuten am Limit, wie auch die beiden Kolleginnen zur Linken, teilgenommen. Ich habe mir dort zugehört, ich habe mit den Veranstaltern gesprochen und auch die Argumente aufgenommen. Ich fand es sehr eindrücklich, dass aus allen Regionen Hessen die Schülerinnen und Schüler und Therapeuten zur Kundgebung nach Wiesbaden gekommen sind. Einige haben sich dann auch noch auf eine Sternfahrt mit dem Rad bis nach Berlin gegeben. Das zeigt ja die Dringlichkeit des Anliegens, und es zeigt auch, dass es richtig war, dass jetzt an diesem Thema gearbeitet wird, denn die Schulgeldfreiheit muss kommen. Unser Antrag stellt klar, dass wir die Arbeit der Bund-Länder-Gruppe begrüßen, das Anliegen unterstützen. Und unser Ziel ist die Novellierung der Schulgesetze. Und deshalb finden wir, dass es eine berechtigte Frage nach Gerechtigkeit in diesen Ausbildungsberufen und es gibt einen weiteren wichtigen Grund, nämlich den Fachkraftmangel. Diese Berufe stehen im Wettbewerb um die jungen Menschen. Bereits jetzt gibt es einen Mangel an Bewerbern, und deshalb ist es richtig, dass diese Berufe attraktiver werden. Schulgeld und Ausbildungsvergütung, die fehlen, das ist ein Hemmnis bei diesem Beruf. Und neben der Reform der Pflegeberufe steht deshalb sich richtigerweise jetzt auch die Reform der Heilberufe an.
Die Heilberufe waren in der Vergangenheit immer sehr attraktive Berufe. Sie sind hoch anerkannt, gerade auch bei den Patientinnen und Patienten. Sie waren beliebt, und das muss künftig auch so bleiben. Deshalb sollten wir hier uns nicht streiten, sondern alle gemeinsam daran arbeiten, die Rahmenbedingungen zu vergessen. Meine Damen und Herren, wer hart arbeitet, der muss von seiner Arbeit auch leben können. Dieser Grundsatz muss auch für die Heilberufe gelten. Dafür setzen wir uns ein. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Ravensburg. Nächste Rednerin ist Frau Papst-Dippel, Frau Abgeordnete Papst-Dippel für die Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Berufswünsche Physio- oder Ergotherapeut, Logopäde, Diätassistent oder auch Podologe werden in der Regel ergriffen, weil man als Behandler mit und am Menschen arbeiten möchte und dem Linderung und Heilung suchenden Patienten helfen möchte. Es gibt aber mittlerweile ein ganzes Bündel von Gründen, das gegen ein Berufsleben in den therapeutischen Heilberufen spricht. Es ist leider trauriger Alltag, dass die Sicherstellung dieses Teils der medizinisch notwendigen Versorgung gefährdet ist. Hier muss schnellstmöglich und umfassend reagiert werden. Und der Bedarf ist überdeutlich gegeben, auch weil z.B. die Zahl der Kinder mit Bedarf an Therapie in den letzten Jahren angestiegen ist. Gleichzeitig werden die Anforderungen an die Therapeuten immer komplexer. Zum Beispiel berichten mir Logopäden über eine Verschiebung hin zu sehr komplizierten Sprech- und Kommunikationsstörungen bei Kindern. Bei Kindern ist es immens wichtig, dass eine frühzeitige Diagnostik und Therapie vor der Einschulung innerhalb von bestimmten Zeitfenstern erfolgt. Lange Wartezeiten für therapeutische Sitzungen sind für Kinder und natürlich auch Erwachsene oder auch für Krankenhauspatienten nach Schlaganfall frustrierend und letztlich von großem Nachteil. Genauso frustriert sind die Therapeuten, die gern helfen wollen. Was sind aber nun die Gründe für die sinkenden Zahlen an den Schulen für die genannten Heilberufe? Die Anträge, muss man ja sagen, zu diesem Thema Schulgeldbefreiung der Fraktionen thematisieren einen der Gründe für das beschriebene Problem, die von privaten Schulen erhobenen Schulgelder während der Ausbildungszeit. Soweit ich weiß, sind die staatlichen Schulen schulgeldfrei. Daneben gibt es aber eine Fülle von Gründen aus der täglichen Praxis, die die Berufsausübung, nicht den Beruf an sich, unattraktiv machen und sogar ausgebildete Therapeuten zur Berufsaufgabe bewegt. Stichwortartig seien hier einige Gründe aufgelistet. In der Praxis muss eine Therapie zeitnah und möglichst ohne Unterbrechungen erfolgen. Die Realität bei den Physiotherapeuten sieht allerdings mittlerweile anders aus. Ein Patient kommt mit einer Heilmittelverordnung vom Arzt, und darauf müssen Diagnose, Verordnungsmenge, Heilmittel, Art der Verordnung, also erst Folge- oder nicht regelhafte Verordnung, und des Weiteren Maßnahmen und Ziele, Behandlungsfrequenz und Dauer bis hin zur Unterschrift von Arzt mit Stempel aufgeführt sein. Der Therapeut muss nun die Richtigkeit des Rezeptes und die Vollständigkeit der Angaben überprüfen. Fehlt ein Teil, ist das Rezept ungültig und muss zur Wiedervorlage zum Arzt. Bekommt der Patient erst verspätet einen Termin, ist die Verordnung abgelaufen und muss ebenfalls erneut vorgelegt werden. Hat der Patient gar den Arzt gewechselt und dieser schreibt erneut eine Erstverordnung auf, ist diese ungültig und die Kosten werden von der Krankenkasse gar nicht erst übernommen. Weiterer bürokratischer Aufwand ergibt sich aus den unterschiedlichen Abrechnungen der Krankenkasse und bei nicht regelhaften Verordnungen die notwendige Einreichung von Rezepten vor Behandlungsbeginn bei der Krankenkasse. Kann die Behandlungsfrequenz nicht eingehalten werden, Entschuldigung, z.B. aus Urlaubsgründen, muss dies begründet und unterschrieben werden. Therapieplanung und Berichte, Verlaufsdokumentation, Rezeptgebühr, Zuzahlungsrechnungen steigern weiterhin den Zeitbedarf des Therapeuten pro Therapieeinheit. Abzurechnen ist aber nur die therapeutische Maßnahme.
So wird die praktische Ausübung eines wunderbaren Berufes durch sicherlich teilweise notwendige, aber oft schwierige Bürokratie unattraktiv. Die Leistungsvergütung nach § 120 SGB V zwischen den Verbänden und den Krankenkassen ausgehandelt, muss dringend nachgesteuert werden. Die Leistungen werden nicht gut genug vergütet. Die tägliche Praxis der therapeutischen Heilberufe zeigt, dass die Therapiezeit zu knapp bemessen ist. Und auch hier wird der Beruf unattraktiv durch Ineffektivität. Die Ausbildungsinhalte müssen natürlich aktuell den Forschungsergebnissen, neuen Operationstechniken und so weiter der Qualitätskontrolle angepasst werden. Grundlegende Kenntnisse müssen in der Ausbildung vermittelt werden und dürfen nicht erst durch kostenpflichtige Weiterbildung erlernbar sein. Als Beispiel sei hier die manuelle Lymphdrainage angeführt. An dieser Stelle breche ich die Auflistung vieler Gründe für die mangelnde Attraktivität der Heilberufe ab. Ich rege allerdings an, dass Bürokratieabbau oder Vergütung von bürokratischem Aufwand in die Diskussion aufgenommen werden. Liebe Frau Kollegin, ich muss Sie auf die Redezeit hinweisen. Ja, ich bin gleich. Meine Damen und Herren, die Schulgeldfreiheit zeigt einen guten Weg zur Attraktivitätssteigerung der therapeutischen Heilberufe auf. Allerdings sind die von mir angeführten Probleme der täglichen Arbeit gar nicht zu unterschätzen. Wir müssen gemeinsame Lösungen im Sinne der Auszubildenden und der Patienten sowie der Versorgungssicherheit in der Fläche kommen. Dazu geht uns der folgende dringliche Entschließungsantrag nicht weit genug. Dem Antrag von SPD und LINKEN werden wir uns aber anschließen. Danke sehr. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Papst-Dippel. Nächste Rednerin für die Fraktion der Sozialdemokraten ist die Kollegin Dr. Sommer. Herr Präsident, meine Damen und Herren Kollegen! Die Situation der Heilmittelerbringer in Deutschland ist mehr als schlecht. Fachkräftemangel, veraltete Ausbildungsinhalte, eine zu geringe Vergütung und fehlende Wertschätzung lassen Physiotherapeuten, Logopäden, Ergotherapeuten, Podologen und Diätassistenten im internationalen Vergleich ganz alt aussehen. Die Ausbildung kostet und ist auch noch unattraktiv gestaltet. Dadurch entsteht ein großes Versorgungsloch durch Nachwuchsprobleme. Wir haben aber genug Patienten in einer älter werdenden Gesellschaft. Die brauchen Therapeuten, nur die fehlen. Und wie sieht denn die Versorgungsrealität aus? Die Behandlungseinheiten nehmen ab. Nur jeder dritte Versicherte bekommt eine Therapie, obwohl die Indikation vorliegt. Da müssen wir endlich handeln und entgegensteuern, meine Damen und Herren. Derzeit geht es hin und her. Der Bund erwartet das Handeln von den Ländern, die Länder eine Vorgabe vom Bund, und so regt sich hier nichts. Warum wartet Hessen beim Schulgeld auf ein Ergebnis der Bund-Länder-Kommission? Bis auf drei Bundesländer, dazu gehört Hessen, machen alle anderen Bundesländer derzeit Strategien, um die Schulgeldfreiheit zu erreichen oder wenigstens das Schulgeld zu verringern. Ich frage, warum kann das Land Hessen das nicht, meine Damen und Herren? Beispielsweise haben Niedersachsen, Schleswig-Holstein die Abschaffung des Schulgeldes durch Landesmittel beschlossen. Auch in Hamburg und in Bremen soll die Ausbildung kostenlos werden. Und Ihre Verlautbarung, Herr Minister Klose, in den Antworten auf die Kleine Anfrage, dass Sie sich klar für die Schulgeldfreiheit im Koalitionsvertrag aussprechen, die stimmt ja gar nicht. Herr Bocklet und Frau Ravensburg, Sie haben gerade was hier auch zitiert, dass die Gesundheitsberufe kostenlos werden sollen. Aber wenn man nach der Schulgeldfreiheit sucht, dann steht das eindeutig nicht drin. Da steht lediglich nur, dass Sie Schulgelder in den Blick nehmen werden. Das hört sich für mich doch sehr vage an. Explizit sprechen Sie sich im Koalitionsvertrag nicht für die Schulgeldfreiheit aus. Wenn Sie die befürworten
oder wenn Sie das nicht klar und deutlich aufschreiben, dann scheint es uns doch nicht so ernst mit der Schulgeldfreiheit. Das entlarvt Sie und Ihren Stillstand im Regierungshandeln erneut. Eine flächendeckende Versorgung von Patienten ist ernsthaft gefährdet. Da sind wir uns ja einig. Die vorliegenden Zahlen zeigen, dass gerade im Bereich der Physiotherapeuten die Ausbildungszahlen sinken. Aber auch bei den Ergotherapeuten und Logopäden ist das so. Haben Sie in letzter Zeit einmal versucht, einen Termin beim Therapeuten zu bekommen? Ich kann Ihnen sagen, nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern auch aus der Erfahrung beispielsweise meiner Mitarbeiterin, die dringend für ihren Mann einen Termin brauchte, da war niemand zu finden. Und die Zahlen der Praxis Neugründungen bzw. auch Abgänge zeigen, dass es eine Tendenz gibt, dass es weniger Praxen geben wird. Und das verschärft den Engpass für die Versorgung der Patienten im ambulanten Bereich natürlich erheblich. Es gibt immer weniger Therapeuten für eine größer werdende Zahl an Patienten. Hessen braucht endlich einen Branchenmonitor für Heilmittelerbringer, analog des Pflegemonitors, damit auf Basis von validen Zahlen endlich eine Strategie für die Versorgung der Patienten in Hessen erarbeitet werden kann. Aber um Menschen überhaupt erst für therapeutische Berufe zu interessieren und zu begeistern, braucht es attraktive Rahmenbedingungen, und die sind derzeit nicht gegeben. Durch die Schulgeldpflicht für angehende Therapeuten starten viele Auszubildende mit Schulden ins Berufsleben. Das können wir doch nicht zulassen, meine Damen und Herren. In Hessen erheben 10 von 16 Schulen Schulgeld in Höhe von bis zu 499 €. Und viele denken bereits jetzt über einen Schulwechsel nach in ein anderes Bundesland. Wieso? Weil in Schleswig-Holstein und Hamburg schon kein Schulgeld mehr gezahlt werden muss. Und ich frage Sie, ob wir uns diese Abwanderung bei ohnehin schon rückgehender Tendenzen tatsächlich erlauben können, meine Damen und Herren. Die Gefahr, liebe Frau Dr. Sommer, Sie müssen langsam zum Ende kommen. Die Gefahr der Abwanderung ist groß. Senden Sie heute ein Signal, dass wir die Schulgeldfreiheit bekommen. Denn das ist Frage Ihres politischen Willens. Und der Antrag von der Koalitionsfraktion ist nicht Fisch noch Fleisch. Sie haben selber die Dringlichkeit des Anliegens genannt. Wir brauchen die Schulgeldfreiheit, und zwar jetzt. Wir können nicht alles nur auf den Bund schieben. Herzlichen Dank. Fisch und Fleisch ist zwar ein gutes Stichwort fürs Mittagessen, aber so weit sind wir noch nicht. Und deswegen, lieber Herr Staatsminister Klose, haben Sie das Wort für die Landesregierung. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, die Gesundheitsfachberufe Diätassistenz, Ergotherapie, Logopädie, medizinisch-technische Assistenz, Orthoptik, pharmazeutisch-technische Assistenz, Physiotherapie und Podologie sind seit Jahren und in der Tat seit Jahren schon zu lange aufgrund der bestehenden Ausbildungsstrukturen Gegenstand politischer Beratung. In diesen Berufen wird grundsätzlich im Rahmen einer berufsfachschulischen Ausbildung ausgebildet. Das geben die jeweiligen Berufsgesetze des Bundes so vor. Die Finanzierung dieser Ausbildung richtet sich danach, wer Kostenträger der jeweiligen Ausbildungseinrichtung ist. Ein Teil der Schulen, über die wir heute sprechen, ist originär mit einem Krankenhaus verbunden, wird also über das Krankenhausfinanzierungsgesetz finanziert. Der größere Teil der betroffenen Schulen ist jedoch nicht mit einem Krankenhaus verbunden, sondern in privater Trägerschaft. Diese Schulen müssen sich folglich über Schulgelder finanzieren, die sie von den Auszubildenden erheben. Die Ausbildungsvergütung richtet sich ebenfalls nach der Trägerschaft der Schulen. Besteht eine organisatorische Verbindung mit einem Krankenhaus, dann ist das Krankenhaus auch der Träger der Ausbildung. Die betrieblich schulischen Auszubildenden in kommunalen Krankenhäusern und Unikliniken erhalten seit dem 1. Januar 2019 entsprechend eine Vergütung. Auszubildende etwa im Bereich der Logopädie werden seitdem in den Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes einbezogen. Damit besteht im Gegensatz zu den privaten Schulen bei den Schulen, die mit einem Krankenhaus verbunden sind, nicht nur Schulgeldfreiheit,
sondern es wird zusätzlich eine Ausbildungsvergütung gezahlt. Aktuell, sie wurde bereits angesprochen, befindet sich die beim Bundesgesundheitsministerium angesiedelte Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Reform der Gesundheitsfachberufe leider noch am Anfang ihrer Arbeit, weshalb eine endgültige Aussage über die künftig vorgesehenen Ausbildungsformen der Gesundheitsfachberufe noch nicht getroffen werden kann. Der Bund sieht allerdings, das hat er mehrfach signalisiert, in der umfassenden Akademisierung der Gesundheitsfachberufe einen entscheidenden Punkt zur Attraktivitätssteigerung. Ende 2019 will die Bund-Länder-AG ein Eckpunktepapier für diese Reform vorlegen. Eine Vollfinanzierung der Schulgeldfreiheit über Bundesmittel oder durch Mittel der Sozialversicherung hatte das Bundesgesundheitsministerium, auch das gehört zur Wahrheit, zu Beginn der Arbeit dieser Arbeitsgemeinschaft noch strikt abgelehnt. Es waren die Länder, es waren die erheblichen Proteste der Länder und ich darf sagen, insbesondere auch Hessens, die dazu geführt haben, dass das Bundesgesundheitsministerium angekündigt hat, die Thematik am Ende der inhaltlichen Überlegungen nochmals auf die Tagesordnung der Arbeitsgruppe zu setzen. Wir in Hessen setzen uns in allen gesundheitlichen Ausbildungsberufen für die Kostenfreiheit der Ausbildung, verknüpft mit einer Ausbildungsvergütung, die ja diese Woche auch schon einmal Thema war, ein. Unabhängig davon werden wir uns auch weiterhin mit Nachdruck dafür stark machen, dass der Bund sich nicht aus seiner Verantwortung stiehlt. Die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister der Länder, die gerade Anfang dieses Monats in Leipzig zusammengetreten sind, haben den Bundesgesundheitsminister deshalb erneut nachdrücklich aufgefordert, bis Ende 2019 eine bundeseinheitliche Regelung zur Schulgeldfreiheit für alle nicht-akademischen Gesundheitsfachberufe vorzulegen. Der Bund ist hier in der Pflicht, diese Ausgaben zu übernehmen. Und wir freuen uns hier auf die Unterstützung auch durch die Bundestagsfraktionen, gerade auch die der Regierungskoalition im Bund, damit wir die Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen endlich attraktiver machen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Wir haben jetzt hier einen dringlichen Entschließungsantrag. Keine Wortmeldung mehr. Wir haben einen dringlichen Entschließungsantrag. Es ist gebeten worden, den in den SIA zu verweisen. Ist das so einvernehmlich? Dann beschließen wir das so. Es gibt auch keine Gegenstimmen. So machen wir es. Wunderbar. Dann stelle ich fest, dass die Aktuelle Stunde entsprechend abgehalten worden ist. Tagesordnungspunkt 69. Bitte schön, Herr Schaus. So. Herr Präsident, in diesem Zusammenhang, wir hätten es auch heute Abend machen können, schlage ich vor, dass unser Antrag, das ist der Top 51, wenn ich richtig informiert bin, dass der auch, also der gemeinsame Antrag dann auch in den SIA überwiesen wird. Alles klar, das ist der Top 51. Ich wollte es Ihnen jetzt nicht von hier aus vorschlagen, weil ich nicht wusste, wie Sie damit umgehen wollen. Aber das ist der Top 51. Das ist die Drucksache Nummer 20/791. Antrag der Fraktion der SPD-Fraktion, die linke Schulgeldfreiheit für die therapeutischen Heilberufe schnellstmöglich realisieren. Geht auch in den SIA. Wunderbar, dann haben wir das schon mal abgeräumt, in Anführungsstrichen. Ich bedanke mich sehr herzlich, stelle fest, dass wir die Aktuelle Stunde, Tagesordnungspunkt 69, abgehalten haben.